Okay. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. Wir nehmen das Gestalt. Also hier war auch ein Raum. Ficken. Oh, Leben. Führt mich der andere Weg hin. Das interessiert mich doch. Interessiert mich eigentlich auch schon. Leben. Ich habe bemerkt, dass ich in diesen Videos, also in diesen Horrorspielen, kaum rede. Langsam habe ich den Dreh raus. Shotgun-Munition. Ja. Ich glaube, ich gehe mal diese Richtung. Ich weiß nicht, irgendwie denke ich, dass beim anderen Weg es weitergeht. Aber irgendwie denke ich jetzt, dass hier irgendwelche Schleimviecher kommen werden. Ach so, hier kann man Leben holen, wenn man will. Wenn man will. Ja, ihr habt die Wahl hier. Okay. Und das war Munition, die ich nicht gesehen habe. So, jetzt ist unsere Shotgun voll. Aber das Spacken ist wieder da. Ihr Magen ist ihre Schwachstelle, wollte ich gerade anmerken. Käfer. Okay, ich gehe erstmal durch diese Tür. Wieder mal Toiletten. Und einen Rollstuhl. Schauen wir mal in der Mädchentoilette vorbei. Wir sind ja richtige Kerle, ne? Hier muss irgendwas geben. Okay. Echt jetzt? Das alles? Okay, ich glaube, ich hole mir ein bisschen vom Leben. Man weiß ja nie, wann man hier stirbt. Ne? Deshalb bin ich nur zweimal hier gestorben, wenn ich das gerade mitgezählt, wenn ich das gerade wirklich gut in Erinnerung habe. Bei der Jungstoilette wartet bestimmt ein Zombie. Ich wette. Ich habe
ich glaube, an den Orten, wo Musik ist, heißt, dass es Monster gibt. Wo keine Musik ist, da gibt es keine Monster. Das war eine fucking Falle. Ich hol mir jetzt das Leben. Ja, komm, beruhige dich. Ja, dein Herz macht wieder mit. Okay, da laufe ich gleich auf die andere Seite. Also hier gibt es nichts außer Leben und Gegner. Ich liebe das Leben. Kannst du schneller laufen, bitte? Snacks, yay! Und wir gehen jetzt da hoch. Wir waren schon fast überall. Außer da. Ich glaube, da gibt's nichts. Ach ja, stimmt. An dem, das sind fliegende Käfer. Okay. Ich bin jetzt gerade da. Die Käfer greifen mich nicht an, wenn ich kein Licht anmache. Was? Soweit weiß ich schon Bescheid. Seht ihr, die greifen mich nicht an, nur wenn ich Licht anmache. Das ist ja schon was Gutes. Okay. Dann heißt es nur, hier geht's weiter. Halt's Maul, Bitch. Was hat die Schlampe gerade gesagt? Ich bin ein Mörder oder so? Naja. Warte, erstmal diese anderen Räume hier austesten. Wenn Käfer kommt, dann verpisst ich mich, sage ich nur. What the fuck war das denn? Eine Gegner, neue Gegnersorte, das weiß ich schon. Langsam die Kettensäge, die kriegt man aber eigentlich hier auch. So was ähnliches wie eine Kettensäge, so eine Kreissäge. Was, hier kriegt man nur Munition? Ich will nichts Munition, ich will... Oh! Okay, dann heißt es gleich, das Viech kommt wieder. Scheißteil. Ey, ganz ehrlich, seine Ausdauer ist richtig beschissen. Das regt mich echt auf. Okay.
zum Glück gut gezielt. Ah, Leben, ich habe doch genau gesehen. Okay, ich bin jetzt hier. Ah, okay, geht klar. Das heißt da nur, dass ich hier hochgehen muss. Einzige mögliche Option. Okay, komm. Ach, komm. Ey, wenn ich gewusst hätte, dass diese Viecher wieder kommen. Diese Babyviecher. Ich habe nachgelesen, die heißen Neulinge. Wieso Neulinge? Keine Ahnung. Ah, okay, die Tür ist ja wenigstens jetzt noch da. Map, 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 Map. Ach so, okay. Ah, verstehe. Okay, das haben wir alles richtig gemacht, aber diese Schlüssel habe ich immer noch nicht gefunden. Okay. Ich verpiss mich jetzt. Was soll diese schräge Musik? Ich glaube, ich werde sterben. Wie lange soll ich denn suchen? Thank you.
hau ihn mal. Und ich starb eines kläglichen Todes. Okay, und wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich wieder beim Boss bin.